ich hätte auch so gern einen richtig guten Kombiwinkel. Aber welcher ist denn nun der beste? Mercurate, Starrett oder Bridge City? Kombiwinkel sind ganz, ganz, ganz wunderbar. Tatsächlich, wenn man ganz ehrlich ist, sogar ein bisschen besser als ein Streichmaß. Ihr habt wahrscheinlich gemerkt, dass ich schon immer eigentlich lieber ein Kombiwinkel als ein Streichmaß nutze. Zumindest nutze ich es häufiger, denn wir haben sehr viele Funktionen, die einfach sehr gut sind. Die gucken wir uns gleich an. Wichtig ist natürlich wie immer die Frage, hey Jones, wie viele Kohlen soll ich denn ausgeben für so einen Kombiwinkel? Das wollen wir heute mal testen und haben drei Stück aus sehr unterschiedlichen Preiskategorien. Unser guter Mercurate kostet 9,99 €. Wir haben dazu den Starrett, der kostet so um die 50 €. Und wir haben einen Bridge City, ja, Kombiwinkel für 240 €. Ich habe ihn sehr gerne gekauft. Ich sage schon mal vorweg, in Deutschland gibt es ihn nicht zu kaufen. Ich musste ihn aus den Niederlanden bestellen, aber ich habe es gern gemacht. Die erste Frage, was ist in der Box? Wir packen einfach erstmal aus und gucken, was wir so kriegen. Okay. Wir sehen, die drei sehen ja erstmal ziemlich gleich aus. Beim Mercurate haben wir diese wunderbaren Zimmermanns-Bleistifte mit dabei. Ich bin ganz ehrlich, ich hasse die Dinger auf den Tod. Ich finde, die sind einfach nicht wirklich präzise und machen vielleicht bei Zimmerleuten, aber nicht bei Tischlern viel Sinn. Weg damit. Jetzt haben wir drei Kombiwinkel. Wie wunderbar. Der gute Mercurate gibt uns schon vor, was wir mit so einem Kombiwinkel machen können. Ich muss es euch eigentlich nur noch einmal zeigen. Wir sehen, wir können damit innenliegende Kanten messen. Wir können tatsächlich auch hier bei dem eine Wasserwaagenfunktion nutzen. Wir haben die Möglichkeit, 90 Grad und auch 45 Grad, also 90 Grad und 45 Grad anzuzeichnen. Wir können gucken, ob eine Kante im 90 Grad Winkel ist. Ist ja logisch, wenn wir 90 Grad anzeichnen können. Wir können gucken, ob eine Kante im 45 Grad Winkel ist. Ist auch irgendwie logisch. Wir können innenliegende Taschen messen, indem wir dieses Lineal in die Tasche absenken. Und rein theoretisch können wir das Lineal auch rausnehmen und als Lineal, so wie dieses hier, nutzen. Das erste Problem sehen wir schon, wenn wir jetzt mal hier gucken. Nur der Mercurate hat diese Funktion, also eine Wasserwaage. Dann haben wir hier dieses Rad, wo wir sozusagen alles feststellen können. Das haben alle. Aber wir haben auch hier noch so einen kleinen, ja, Pixie Boy, mit dem wir anreißen können. Das kann man ehrlich gesagt aus meiner Sicht komplett vergessen, das Ding. Aber man muss dazu sagen, dieser Winkel hat mehr als die anderen. Ob das jetzt besser ist oder nicht, stelle ich mal in Frage, denn so eine kleine Wasserwaage macht aus meiner Sicht wenig Sinn. Und wir sehen auch schon ein kleines Problem. Wir haben auf einer Seite Inch und auf der anderen Seite Millimeter. Das ist zwar schlau, bedeutet aber, wenn wir Millimeter haben wollen, können wir den Winkel nur auf einer Seite anlegen, weil er sonst immer falsch ist und wir einen Inch messen. Das ist also schon ziemlich schlecht. Und was wir auch sehen, wir haben hier einen sehr großen Korpus und mehr Funktion. Beim Starrett und beim Bridge City Winkel haben wir einfach nur die Messfunktion. Also einmal 90 Grad in allen Variationen und 45 Grad. Wir haben hier auf beiden Seiten Millimeter und wir können das Ganze einfach verstellen. Was mir hier direkt als erstes auffällt, die Kanten vom Starrett sind widerlich scharf. Ich glaube, wenn ich mir Mühe gebe, kann ich mich an all diesen Kanten schneiden. Das gefällt mir tatsächlich nicht so gut. Beim Bridge City Winkel sehen wir, da fehlen ja schon die 45 Grad. Das heißt, der teuerste hat die wenigsten Funktionen. Klasse! Aber dafür muss man sagen, die Verarbeitung im Allgemeinen ist wunderbar. Also lässt sich sehr, sehr gut bedienen und es fässt sich alles auch sehr, sehr gut an. Was bedeutet das in der Praxis? Wir wollen zuallererst mal gucken, ob die alle drei auch in 90 Grad sind. Wir machen jetzt den Umschlagtest, den habe ich schon oft genug erklärt. Deswegen lassen wir das einfach mal durchlaufen. Huch, Gott, oh Gott. Ha, das gibt's nicht. Eieiei, was sehen wir da? Moment mal, der Reihe nach. Also, der gute Mercurate ist durch seine Größe, zumindest finde ich das etwas kompliziert anzulegen, weil man hier auch nicht so gut reingreifen kann. Aber das Schöne ist, er ist sehr winklig. Auch der Starrett ist super winklig und tatsächlich bis auf die scharfen Kanten sehr gut anzufassen. Aber ich muss tatsächlich an dieser Stelle nochmal sagen, die Kanten sind wirklich sehr, sehr
sehr, sehr, sehr scharf. Das macht wenig wenig Spaß. Das Letzte, was ich hier sehe, ist... Oh nein, was ist das? Warum halt mein Stift nicht mehr? Hilfe! Seht ihr das? 250 Euro und es geht ein bisschen auseinander. Oh nein, warum Bridge City? Das gibt's nicht. Also tatsächlich ist der teuerste der einzige, der hier ein bisschen auseinander geht. Ich versuche jetzt noch, ich kann das nicht so stehen lassen, drehe das noch mal fester und wir gucken, ob das dann immer noch so ist. Ich hoffe nicht. Oh, okay. Oh nein. Also der Bridge City hat als einziger ein bisschen Probleme. Also muss den wirklich sehr fest drehen. Ganz gleich sind die Linien hier nicht, aber besser als das. Also den hier muss man wirklich gut festdrehen. Die anderen beiden sind tatsächlich sehr einfach zu benutzen. Bis auf den kann man nicht so gut festhalten und lassen sich präzise einstellen. Ein weiter wichtiger Test ist natürlich zu gucken, ob dieses Lineal und die Skala überhaupt im richtigen Maß ist. Das testen wir jetzt einmal, aber es sieht beim Mercurit ganz gut aus. Das passt tatsächlich sehr gut mit meinem Lineal überein. Gucken mal, wie es beim Starrett ist. Der ist etwas weiter rausgefahren. Und einmal richtig anlegen bei der 10. Auch da sieht das sehr, sehr gut aus. Oh nein, jetzt noch der Bridge City. Ich habe ein bisschen Angst. Und auch hier passt die Skala sehr, sehr gut. Was man sich natürlich auch noch fragen kann, ist, wie gut kann man die jeweilige Skala lesen? Die Lesbarkeit ist, finde ich, bei allen ein bisschen unterschiedlich. Diese ganz großen Zahlen kann man natürlich wunderbar lesen. Aber wie gesagt, wir haben hier das Problem, dass wir nur auf einer Seite überhaupt das richtige Maßsystem haben. Das ist tatsächlich ziemlich blöd. Starrett finde ich persönlich am schlechtesten zu lesen, weil tatsächlich der Untergrund so ein bisschen verwaschen wirkt. Aber wir haben hier auch halbe Millimeter. Das ist also sehr, sehr nice. Bei Bridge City haben wir nur hier hinten halbe Millimeter an einer Stelle. Das macht keinen Sinn. Was soll das? Dafür ist die Lesbarkeit im Allgemeinen sehr, sehr gut. Tja, was soll uns dieser Test jetzt sagen? Was gut ist, wir sehen, alle drei Messwerkzeuge sind, bis auf den Bridge City mit ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, präzise im 90-Grad-Winkel. Und wir sehen auch, alle haben eine sauber gearbeitete Skala. Das bedeutet im Prinzip, wenn man ganz ehrlich ist, ihr könnt den für 9 Euro kaufen. Und der funktioniert im Prinzip genauso gut wie der für 250. Er hat sogar, um ganz ehrlich zu sein, eine Funktion mehr. Denn wir können das Ganze ja auch als 45 Grad Winkel nutzen. Ein paar Einschränkungen gibt es trotzdem. Inch und Millimeter auf demselben Lineal ist für mich unvorstellbar. Es macht Sinn, weil man es in mehr Länder gleichzeitig verkaufen kann. Es ist für den Anwender aber im Prinzip ein absoluter Dealbreaker, weil ihr das Ganze nur in eine Richtung anlegen könnt. Nur so rum. Wenn ihr es andersrum anlegt, ist automatisch das Maßsystem ein ganz anderes. Und man muss sagen, dadurch, dass dieses ganze Werkzeug so grobschlichtig gebaut ist, also alles sehr, sehr groß, lässt es sich schlecht halten und mit diesem Lineal werdet ihr in wenig kleine Öffnungen überhaupt reinkommen, weil es einfach sehr groß ist. Beim Starrett, ich habe es schon mal gesagt, der ist super, der ist sehr präzise, der ist gut verarbeitet, aber diese scharfen Kanten, ich kann das nicht benutzen und ich würde das für 50 Euro auch nicht benutzen. Beim letzten Mal hat jemand gesagt, Anfängerfehler, schnapp dir eine Feile und dann judel da mal rüber. Das würde ich auf gar keinen Fall machen. Das ist ein Präzisionswerkzeug, was jetzt sehr präzise ist. Warum soll ich jetzt anfangen, diese Kanten zu brechen und kaputt zu machen? Im Zweifelsfall kann ich das nicht gut. Da bin ich ganz ehrlich, da würde ich statt diesem hier tatsächlich lieber den kaufen, weil da sind die Kanten wenigstens so, dass ich das Ding auch anfassen kann. Was ich hierzu sagen soll, weiß ich nicht. Für mich ist das ein ästhetisches Werkzeug. Es ist ein Werkzeug, was sich unglaublich gut anfühlt und was sich sehr, sehr angenehm verstellen lässt. Ist das 250 Euro wert? Ehrlich gesagt nicht. Ich bin ganz ehrlich, also für jemanden wie mich, der Werkzeug liebt, ja, für euch wahrscheinlich nicht. Es macht einfach keinen Sinn, so viel Geld für ein Werkzeug auszugeben, was weniger Funktionen als andere hat und dann auch noch Startschwierigkeiten. Und ich sage eine Sache auch noch ganz ehrlich. Gebt mir eine Sekunde. Ihr könnt natürlich auch genauso gut diese Fraktion hier sein.
ist genauso lang, ist ein Lineal. Ich kann damit auch anzeichnen. Ich kann damit auch Innenmaße messen. Ich habe zwar keinen Winkelanschlag, aber nutzbar ist es auch. Ihr könnt natürlich auch das machen oder ihr könnt auch das machen, was ich mache. Ihr könnt auch so ein Lineal mit Anschlag nehmen. Das Wichtige ist, tatsächlich, wenn ihr so einen günstigen Winkel kauft, sind die Chancen ganz gut, dass er passt und dass er funktioniert. Also, es fällt mir fast schwer, das zu sagen. Für den Starrett sehe ich kein Argument. Der Bridge City, er ist wunderschön, aber auch nicht wirklich gut. Wenn ihr einen sucht, nehmt so einen. Die funktionieren gut und ich bin ganz ehrlich, selbst wenn die Chance, dass er nicht gut funktioniert, 50-50 sind, dann schickt ihr ihn halt wieder zurück. Das Einzige, was ihr euch klar machen müsst, ist, ihr könnt ihn nur in eine Richtung benutzen, weil auf der anderen Seite in steht. Aber vielleicht findet ihr ja auch einfach einen günstigen Winkel, der weniger als der Starrett kostet und vielleicht ein bisschen mehr als der, der auf beiden Seiten Millimeter hat. Dann seid ihr gut dran. Also, für euch ist das Ergebnis klar. Ich werde den hier trotzdem behalten. Aber sagt bloß keiner Hanna, dass der 250 Euro gekostet hat. Der kommt ja mal in die Tasche rein. Gerne Abo da lassen. Den Starrett nehme ich auch noch mit, aber den verschenke ich.